willkommen zu einem neuen Vlog von den Tatsachsen. Geil, dass wir wieder den Weg hierher gefunden haben. Nach längerem mache ich heute mal wieder selbst einen Vlog. Diese Ehre nehme ich mir. Letzte Woche war ja irgendwie Atman dran, vorletzte Micha mit seinen Welpen. War ja alles schon ganz geil. Und heute ist es so, ihr wisst, der Dezember steht bevor. Und was gibt es da geileres als ein Adventskalender? Und da fragt man sich immer so, ja, was für ein Adventskalender, bitteschön. Ich meine, sowas hier, das kennt ja jeder. Da ist, glaube ich, so ziemlich jeder von uns mit aufgewachsen. Das steht hier. Mir doch egal, wie alt ich bin. Ich will ein Adventskalender. Ja toll, mit Schokolade. Ich würde sagen, den brettern wir mal ganz schnell in die Ecke. Ich zeige euch mal, wie man hier einen noch viel geileren mit Bierdosen macht. Und zwar basteln wir uns heute einen ganz geilen Fanart Tatsachsen Adventskalender. Dafür brauchen wir 24 Dosen. Ich habe mir jetzt mal ganz schnell eine Palette 5.0er Exportdosen geholt. Und des Weiteren ein Poster von uns. Das kennt ihr ja bestimmt alle. Da haben wir also ein bisschen Promo mitgemacht, als wir das Video zur Elbstrand gedreht haben. Das ist übrigens auf dem Elbdeich in Harburg entstanden. Ganz wichtig, ein Deckel. Ich habe jetzt in dem Fall ganz einfach mal hier den genommen, der mir jetzt im Supermarkt entgegengeflogen ist. Der Boden vom 5.0er ist einfach mal normal gehalten. Ihr wisst ja hier 5.0er Export, Rot, Pilz, Schwarz. Das ist eigentlich völlig egal. Ich werde das, glaube ich, gleich mal umdrehen. Des Weiteren Klebeband. Bestenfalls schwarzes Gaffer. Ich habe aber nur dies geteilt gekriegt. Ein Cutter. Ein Edding und ein Klebestift. So, wir beginnen damit, dass wir das Ganze hier einfach mal umdrehen. Vom Roten ins Schwarze. Das passt doch. Gut, nachdem wir das hier umgelagert haben, setzen wir hier das Dach drauf, drehen das einmal um, nehmen uns unser Klebeband zur Hand, ein ganz langes Stück. Ja, Fingernägel sollte man haben, aber Gitarristen haben halt keine Fingernägel. Ruhig 2, 3, 4, 5, 6 mal rum, vollkommen egal, bis es fest ist. Wir wollen das ja auch in einem Stück haben. Seid da wirklich nicht zimperlich, denn sonst droht das Ding zu reißen. Hält bombenfest. Ihr könnt es aufrecht stellen, ihr könnt seitwärts stellen, scheißegal, es hält. Als nächstes, damit es auch wirklich wie ein Adventskalender aussieht, nehmen wir uns unser Poster zur Hand und legen es hier auf, dass es genau passt, das ist sehr wichtig, und kleben das ganze Ding hier einmal richtig fest, um die Ecke, über alle Kanten, es muss sich überlappen. Nachdem wir das halbwegs maßgetreu aufgeklebt bekommen haben, nehmen wir uns unseren Edding zur Hand, werden wir hier mal auf und ab so ein bisschen Daten eintragen. Ich würde sagen, hier sitzt eine Bierdose. Dann mache ich das einfach mal einzeln. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig. Da haben wir es doch. So, wir sind fertig mit dem Nummerieren. Als letztes nehmen wir uns unser Cutter und schneiden um die Nummern herum unsere Türchen aus. Sei dabei möglichst vorsichtig, denn es muss ja nicht sein, dass das schöne Foto zerschnitten wird. Und da steht er. Fertig ist er, unser hammergeiler Tatsachse.
4 Dosen Adventskalender. Ich kann es gar nicht erwarten, diese zu machen hier und immer schön eine Dose rauszufischen. Mach das gerade. Ach, fuck off. Und das war's nun auch schon mit dem dieswöchigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sei dies der Fall, ihr wisst Bescheid, gebt uns einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und wenn es euch besonders gut gefallen hat, gebt einen netten Kommentar ab. Bis bald, cheers and...